So, heute geht es um die Hurwitsch-Regel, nicht um die Hurwix-Regel, wie sie vielleicht manche aussprechen würden. Diese ist auch als Pessimismus-Optimismus-Regel bekannt, denn sie lässt Raum für die Berücksichtigung subjektiver Risikoeinstellungen. Dafür gibt es den Risikoparameter Lambda. So, also das Zeilenmaximum wird mit dem Optimismusparameter Lambda gewichtet. Das Zeilenminimum hingegen wird mit dem Pessimismusparameter Lambda minus 1 gewichtet. So, dieser Risikoparameter Lambda kann daher Werte von 0, also extrem risikoavers, bis 1, extrem risikoaffin, annehmen. So, gucken wir uns auch einfach direkt mal ein Beispiel an. Der Risikoparameter Lambda beträgt in unserem Beispiel 0,4. So, es sind drei verschiedene Standorte gegeben, England, Schweiz oder USA, und es muss jetzt entschieden werden, wo am besten investiert werden soll. Darüber hinaus gibt es vier verschiedene Umweltzustände, U1, U2, U3 und U4. So, fangen wir also an mit der ersten Möglichkeit, mit dem ersten Standort England. So, wir rechnen 128, denn das ist das Zeilenmaxima, mal Lambda, also mal 0,4, plus 32, denn wir müssen gucken, wo liegt das Zeilenminimum, mal 1 minus Lambda, also 1 minus 0,4, und das ergibt dann 70,4. So, A2, gleiches Spiel, wir gucken, wo liegt das Zeilenmaximum, 192. Mal Lambda, also mal 0,4, plus Zeilenminimum minus 40 mal 1 minus Lambda, 1 minus 0,4 gleich 52,8. Und für die USA machen wir das gleiche nochmal. Wir gucken, wo liegt das Zeilenmaximum, also 320 mal Lambda mal 0,4, plus Zeilenminimum, das liegt hier bei minus 60. Mal 1 minus 0,4 ergibt gleich 92. Ja, und wie ihr sehen könnt, also, wenn der Risikoparameter Lambda 0,4 beträgt, dann ist es am sinnvollsten, in die USA zu investieren oder sich, oder man könnte auch sagen, einfach sich für den Standort USA zu entscheiden. Ja, das war's auch schon mit der Hurwitsch-Regel, nicht Hurwix-Regel, meine Freunde. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.